Hallo und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Oregano aus Stecklingen vermehren könnt. Oregano ist ein beliebtes Gewürz in der Küche und vielleicht habt ihr auch einen Oregano-Strauch zu Hause, denkt aber, ihr braucht noch mehr Oregano. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Oregano über Stecklinge zu vermehren. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die einen Oregano-Steckling euch bereitstellen können und ihr wollt ihn euch einfach anziehen. Das Tolle ist, das klappt wunderbar. Zur Vermehrung von Oregano gibt es eigentlich verschiedene Varianten oder zur Anzucht. Ihr könnt Oregano auch wunderbar leicht aus Samen anziehen. Das zeige ich nochmal in einem anderen Video. Das klappt hervorragend. Dieser ganze Oregano, den habe ich jetzt hier im Frühjahr angebaut und der ist jetzt eben hier riesengroß geworden. Also das funktioniert auch. Heute würde ich euch auch mal zeigen, wie ihr dann aber aus einem Oregano-Steckling eben eine weitere Pflanze ziehen könnt. Es gibt verschiedene Methoden, um Oregano aus Stecklingen zu ziehen. Ich ziehe vor, die Oregano-Pflanzen vorher zu bewurzeln, bevor ich sie in die Erde einsetze. Das hat den einfachen Grund, dass es auch manchmal vorkommen kann, dass sich eben keine Wurzeln bilden und dann bekommt man es nicht mit und die Pflanzen gehen dann so langsam oder vegetieren so im Topf vor sich hin. Aus meiner Sicht eben deutlich zuverlässiger ist es, die Pflanzen vorher zu bewurzeln. Dafür nimmt man sich so ein Wasserglas, setzt die Pflanzen ein und nach 2 Wochen hat man dann bereits Pflanzen, die hier ein großes Maß an Wurzeln gebildet haben. Ich zeige das mal, hier sind also jede Menge Wurzeln schon vorhanden. Ich will euch aber trotzdem mal zeigen, wie der Unterschied ist zwischen beiden Pflanzen. Also einmal die vorgewurzelte Variante und einmal eine frisch abgeschnittene Variante. Wie geht man da vor? Also ich habe mir für die vorgewurzelte Form habe ich mir einen Trieb abgeschnitten. Habe den einfach nur in frisches Wasser gestellt und jetzt eben 2 Wochen wachsen lassen. Der Trieb ist kräftig, hat schöne grüne Blätter und genauso setze ich ihn ein. Dafür buddel ich jetzt ein Loch und setze genau diesen Trieb hier ein. Und parallel dazu, das ist jetzt hier der große Trieb mit dem Knick an der oberen Seite, genau dazu will ich einen weiteren Trieb ganz frisch abschneiden, auch etwa in der gleichen Länge. Der ist jetzt frisch abgetrennt und setze jetzt diesen einfach in die frische Erde ein. Was sinnvoll ist, ist einmal hier die unteren Blätter abzutrennen und dann kann man diesen Trieb genauso einsetzen. So, jetzt haben wir hier 2 Triebe vorbereitet, einmal den vorgewurzelten Trieb und einmal den ohne Wurzel. Und in 2 Wochen schauen wir nochmal drauf, wie sich jetzt insbesondere dieser Trieb hier gemacht hat, der jetzt eben noch keine Wurzeln hat im Vergleich zu dem anderen, der jetzt mit Wurzeln eingepflanzt wurde. Was natürlich jetzt noch ganz wichtig ist, erstmal angießen. Ich habe jetzt hier ganz normal Kräutererde verwendet. Normalerweise macht es auch Sinn, hier ein bisschen Sand mit unterzumischen, dass der Wasserablauf gut sichergestellt ist. Für das Video macht es jetzt aber Sinn, das einfach jetzt gerade mal kurz mit Kräutererde zu machen. Die beiden Triebe sind jetzt also im Wettstreit vorbereitet, mit Wurzeln, ohne Wurzeln. Und in 2 Wochen schauen wir mal drauf, welche von beiden Pflanzen sich jetzt eigentlich besser macht oder ob insbesondere die ohne die Wurzeln jetzt aufgeholt hat. Nachdem wir die Stecklinge in den Topf gesetzt haben, sind jetzt 2 Wochen vergangen und es wird Zeit, mal zu schauen, welcher dieser beiden Stecklinge sich am Ende besser entwickelt hat. Was man hier schon mal sehen kann, ist, dass der Steckling mit den Wurzeln hier jetzt richtig Blütenansätze zeigt und zum anderen auch sehr stark gewachsen ist, der andere nicht so doll. Das ist aber auch wenig verwunderlich, er hatte ja nun auch 2 Wochen Vorsprung. Das ist also noch nicht so ausschlaggebend. Entscheidender ist jetzt ja eigentlich, welcher dieser beiden Stecklinge mehr Wurzeln entwickelt hat. Hier muss man natürlich berücksichtigen, das ist der mit dem Knick, also der vorher Wurzeln hatte, dass hier schon Wurzeln dran waren und hier waren eben keine dran. Und ich würde sie jetzt einfach mal hier aus der Erde heraus pikieren, um mal zu schauen, wie sich die Wurzeln entwickelt haben. Und ich merke hier schon, das wird ein bisschen schwierig, dass er hier tatsächlich schon sehr, sehr tief eingewurzelt ist. Das wird gar nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, ich reiße hier nämlich ganz schön viele Wurzeln gerade schon ab. Okay, also das ist jetzt schon mal der Wurzelballen. Da hat sich also jetzt eine ganze Menge schon getan im Vergleich zu dem ersten Ansatz, wo die Wurzeln noch deutlich kleiner waren. Gleichzeitig sind ja auch schon einige abgerissen, das habe ich jetzt gerade beim Rausziehen gemerkt. Um es nochmal deutlich zu machen, setze ich das Ganze auch nochmal hier in einen Topf voller Erde. Und hier sehen wir, dass die Wurzeln, was aber auch wenig überraschend ist natürlich, kräftig weitergewachsen sind. Funktioniert also schon mal sehr gut, die Anzucht hier mit so einem vorgewurzelten Steckling vorzunehmen. Spannend ist jetzt ja auch nochmal dieser Steckling hier, wo keine Wurzeln dran waren. Da schauen wir mal, was sich getan hat in den letzten 2 Wochen. Ja, das ist nicht so viel. Also
Hier sind einfach gar keine Wurzeln dran, beziehungsweise hier sind nur so ganz viele kleine Wurzelansätze. Das kann man wahrscheinlich gar nicht richtig erkennen. Die werden sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann irgendwann zu Wurzeln entwickeln. Also das Einwurzeln, das scheint zu funktionieren. Gleichzeitig haben wir allerdings auch, jetzt, wenn man es mal so direkt vergleicht, in den letzten 2 Wochen kaum Wurzelentwicklung hier gesehen. Die Pflanze lebt zwar noch, ist auch weitergewachsen, aber mit dem Wasserglas ging es doch deutlich besser. Also der Pflanze geht es deutlich besser. Sie ist deutlich stärker eben auch gewachsen im Vergleich, also viel, viel größer geworden. Wie gesagt, 2 Wochen älter. Was aber jetzt zumindest mal zeigt, dass das Anziehen von Stecklingen mit Vorwurzeln im Wasserglas auf jeden Fall Vorteile mit sich bringt und ihr könnt euch sicher sein, dass Wurzeln da sind. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, das hat schon mal die Fragen beantwortet. Wie zieht man denn Oregano aus Steckling? Ich empfehle euch das Wasserglas. Ein Hinweis noch. Ihr seht ja, dass dieser Steckling jetzt hier, das sind 2 sehr, sehr lange Stiele geworden. Der Steckling braucht genauso wie auch ein normaler Oregano, wenn ihr ihn anzieht, einen Pflegeschnitt. Ihr seht hier, da verwurzelt er sich da verzweigt er sich an den Blattachsen. Es ist durchaus vorteilhaft, wenn ihr diese langen Stecklinge mal zwischendurch einkürzt, damit ihr eben auch das Verzweigen der Pflanze fördert. Ihr seht ja, in dem Oregano kommt unten aus der Erde, kommen hier jede Menge neue Triebe heraus und die verzweigen sich dann immer weiter. Das könnt ihr eben durch einen entsprechenden Schnitt fördern. Entsprechendes Video zur Pflege verlinke ich dann auch nochmal. Ihr habt jetzt nochmal direkt gesehen zum Vergleich, welche Methode zum Stecklingziehen funktioniert besser, welche kann man empfehlen. Ich empfehle euch das Einwurzeln im Wasserglas. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann kommentiert gerne. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann habe ich wohl alle beantwortet. Dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und kommt mal vorbei auf der Seite www.gemuse-balkon.de.